Lina. Heidi. Mich würde mal interessieren, wenn du es dir selber machst, also ohne alles, ohne Satisfier, ohne irgendeinen Vibrator, was genau ist dein Trick für einen richtig schnellen Orgasmus? Ich habe dir eine Frage gestellt und ich würde mich sehr freuen, wenn du sie mir beantworten würdest. Ich hatte bisher noch nie die Geduld. Die Geduld? Dieses zu tun, ohne einen sogenannten Saugvibrator. Du hast es noch nie versucht? Nein. Um Gottes Himmels Willen. Feucht-Fröhlich. Feucht-Fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina. Was mir jetzt so aufgefallen ist, auch so bei unseren Gesprächen, aber auch mit meinem Freund, ist, dass ich einfach nicht sagen kann, was mir gefällt. Hm. Und das irgendwie nach, keine Ahnung, wie viele Jahre habe ich jetzt Sex? So 10, 11. Und ich weiß es nicht. Und dann hat mir ein kluger Mensch gesagt, du wirst auch wahnsinnig Probleme haben, das zu äußern oder zu kommen, wenn du nicht weißt, wie du es dir selbst machen kannst. Ja, ist doch vollkommen richtig. Das macht ja auch Sinn. Warum weißt du das nicht? Hast du dich nie angefasst? Hast du nie... Wie? Also, irgendwann fasst man sich doch mal an oder so. Du hast ja auch jetzt seit Neuestem regelmäßig Sex, aber zwischendurch war ja auch mal nix. Also, was machst du denn da dann? Naja, also zum Beispiel, immer wenn ich in einer Beziehung bin, zumindest in den letzten, habe ich mich eigentlich nie selbst befriedigt. Was? Okay. Ist das verwunderlich? Ich finde ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, für mich ist so Selbstbefriedigung eigentlich immer so ein Ersatzding gewesen. So, ich bin nicht in der Beziehung, ich habe keinen Sex. Also fummel ich da an mir rum. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht richtig, weil es war für mich einfach, oder es ist für mich einfach total mühsam, mich selbst anzufassen. Ich finde, ich habe da gar keine Geduld. Ich finde auch gar nicht, dass es sich so sonderlich gut anfühlt. Ich weiß nicht. Ich habe da so nicht richtige Barriere. Und deswegen dachte ich mir, erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie du das machst. Weil ich glaube, du kannst mir da echt vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oh, da würde ich mich freuen, wenn ich dir was beibringen kann. Aber ich muss auch sagen, dass Selbstbefriedigung und mit jemandem anderen rummachen komplett verschiedene Schuhe sind. Also ich würde Selbstbefriedigung noch nicht mal als Ersatzbeschäftigung sehen. Natürlich, wenn man keinen Sex hat, befriedigt man sich vielleicht ein bisschen öfter selbst. Aber ich würde das auch in der Beziehung nicht ausschließen. Oder wenn man regelmäßig Sex hat, dass man sich das auch zwischendurch selber nochmal besorgt. Habe ich heute auch schon gemacht, obwohl ich regelmäßig Sex habe. Ach, jetzt hört's doch auf. Heute? Ja. Erzähl. Heute. Ich bin ja sozusagen in meinem Satisfier Dry January. Aha. Und Selbstbefriedigung ist doch für Frauen eigentlich ein super einfaches Thema. Das weißt du doch auch. Mit den ganzen Spielzeugen, die man hier erwerben kann, komme ich schon regelmäßig und ja, seit geraumer Zeit immer gut zu einem Solo-Orgasmus. Das ist überhaupt kein Problem. Aber eben das wollte ich ja diesen Januar alles mal aufgeben. Und du hast mich schon mal gefragt, wie ich es mir selber mache mit den Händen. Und ich musste ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, weil immer irgendwas Vibrierendes, Klitoris-Ansaugendes dazwischen kam und einem so, ja, diese ganze Arbeit abnimmt. Und heute habe ich es aber einfach mal probiert, ob ich es noch hinkriege. Und ich muss dir sagen, es klappt noch ganz einwandfrei. Okay, und das ist der Punkt, wo ich einsteigen will und der mich wirklich interessiert. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, Selbstbefriedigung an sich, seitdem ich ja unser ansaugendes kleines Spielzeug kenne, ja, seit ungefähr anderthalb Jahren, mache ich das auch sehr regelmäßig, weil ich dadurch ja zum Höhepunkt kommen kann. Was ist regelmäßig für dich? Ach ja, also schon, wenn ich nicht super viel Stress habe, mehrmals in der Woche. Ja, eher so eins, zweimal oder eher so fünf, sechs Mal die Woche? Nee, eher so ein, zweimal. Okay. Du? Wenn ich richtig Zeit habe, ich kann das ja auch aus Langeweile machen, so, weil man nichts zu tun hat in diesen Zeiten. Aha.
dann ohne einen Partner würde ich das vielleicht sogar fast täglich machen. Ach was. Und dann auch mehrmals hintereinander. Nein. Doch. Wie mehrmals? Also das heißt, multiple Orgasmen mäßig? Ja, definitiv. Multiple Orgasmen nach dem Frühstück, multiple Orgasmen nach dem Mittagsschläfchen und abends vielleicht auch nochmal zum Einschlafen. Auch das ist eine völlig neue Welt für mich. Wirklich? Das wird einmal gemacht und dann ist gut. Dann wird sich rumgedreht und dann wird geschlafen. Punkt. Einmal reicht dir aus? Ich selbst beim anderen Sex würde ich ja versuchen, ein paar Mal öfter zu kommen als nur einmal. Ich kann dir sogar sagen, warum es mir ausreicht. Warum? Weil, also wenn ich mich selbst befriedige, und das klappt ja wie gesagt ausschließlich auch, mit dem Satisfier, einfach mal als Verständnisfrage für mich. Korrekt, okay. Ausschließlich. Ja. Das dauert sehr lange. Mhm. Das dauert, je nachdem, ob ich vielleicht irgendwie auch noch was Kleines schaue dabei oder einfach das so probiere, kann das schon ein bisschen dauern. Manchmal was ist ein bisschen dauern? Das kann schon so 20 Minuten, eine halbe Oha. Stunde. Genau. Mit dem Satisfier brauche ich genau eine Minute. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Okay. Und wieder fällt mir auf, dass wir, glaube ich, anatomisch ganz anders sind. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ja, krass. Nee, weil bei mir ist nämlich das so, wenn das dann einmal geklappt hat, dann bin ich super happy, dass nach einer halben Stunde da endlich mal der erlösende Ritterschlag kam. Ist das eine schöne halbe Stunde? Ja. Gut, das ist doch gut. Eine halbe Stunde Spaß. In der halben Stunde komme ich 15 Mal. Oh Mann, ich möchte das auch gerne können. Bring mir das bitte bei. Wie schaffe ich das? Und da komme ich zurück zu deinem heutigen Exkurs, nämlich ohne Sextoy. Weil ich denke, dass es nämlich da richtig losgeht. Ich muss erst mal lernen, wie das jetzt mit der Hand funktioniert oder wie auch immer du das heute gemacht hast, ohne technische Hilfe. Ohne technische Hilfe. Führ mich mal durch. Ich würde gerne wissen, auch allgemein, bringst du dich dafür in eine gewisse Stimmung? Muss da was vorherrschen? Bist du im Bett? Zündest du dir eine Kerze an? Gibt's eine präferierte? Ich zünde keine Kerze an. Um das kurz vorwegzunehmen. Okay. Zündest du eine Kerze an? Es kann passieren. Eine Kerze. Nicht immer, aber es kann passieren. Oh, ich höre bist du auf jeden süß. Fall, ich höre auf jeden Fall immer Musik dabei. Das könnte ich nicht. Musik hält mich allgemein vom Kommen ab. Nee, ich habe das Gefühl, dass mich das irgendwie anmacht. Aber ich höre auch wirklich nur Männer. Männermusik? Also ja, ich würde es nur Sänger hören. Ich würde es keine Frau hören wollen. Darf ich zwischendurch noch eine Frage stellen, bevor ich anfange zu erzählen? Jawohl. Du hast gerade gesagt, wenn du dich in dein Bett legst, ich hoffe, du machst das im Bett. Machst du es dir im Bett? Das ist schon mal die interessanteste Frage. Ich mache mir das im Bett vorm Schlafen gehen. Ja, also ich finde auch, Bett ist der schönste Spot dafür. Und ich habe immer eine Decke drüber. Also ich könnte das nicht, wenn ich auf meiner Decke liege. Ich brauche eine Decke über mir. Wie ist das bei dir? Nee, sag mal so, im Sommer würde ich die Decke auf jeden Fall wegschmeißen. Viel zu heiß. Meist fange ich auch mit so einer Decke so ein bisschen an, aber oftmals ist mir das dann zu unbeweglich. Also ich befreie mich eigentlich meist von meiner Decke dann zwischendrin. Okay. Ich möchte irgendwie, ich brauche den Sichtschutz vor Keimen, glaube ich. Ich glaube, der ist psychisch ganz, ganz wichtig, dass man dann noch einen Schutz dazwischen hat. Sowas. Eine Barriere zur Außenwelt. Aber hast du denn, wenn du mit deinem Freund schläfst, auch eine Decke? Nein, überhaupt nicht. Wo ist denn da der Unterschied? Das ist eine gute Frage. Das müsste mal jemand erklären, weiß ich nicht. Aber wenn ich alleine bin, brauche ich das. Schämst du dich? Für Selbstbefriedigung, glaube ich. Also ich möchte sagen, nein. Aber ich glaube doch. Ich glaube auch. Wenn du eine Decke drüber machst, um dich zu schützen. Weiß ich nicht. Ich könnte es auch ohne Decke, würde mich aber auch zeittechnisch wieder zurückwerfen. Okay. Also es ist schöner mit einer Decke drüber. Und was ich auch empfehlen kann, ist in der Badewanne. Der Satisfier ist auch wasserdicht. Und der funktioniert. Oh, du hast keine Badewanne. Ich wollte gerade sagen. Ich biete dir mal meine Badewanne an. Der funktioniert unter Wasser auch nochmal ein bisschen anders als über Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass du einfach wie Blubberblasen bläfst. Nein. Aber du sagst ja sowieso, das ist was Besseres mit einem Gleitgel. Und das kannst du dir da sparen. Sehr empfehlenswert, den mit in die Badewanne zu nehmen. Okay, spannend. Ich besuche dich bald mal wieder. Gerne. Mhm. Könntest du in meine Badewanne kommen, wenn ich in der Wohnung bin? Nein. Das könnte ich auch nicht. Nein. Ich bin aber auch
wenn ich mit dem Satisfier komme, ziemlich laut. Mhm. Generell, die Orgasmen mit dem Satisfier sind wirklich heavy. Findest du? Ich finde die anderen Orgasmen schöner, deutlich schöner, weil sie mehr Zeit brauchen. Ich komme mit dem Satisfier nach einer Minute, da ist nicht viel Aufbau von Gefühlen. Es ist eigentlich wie eine schnelle Entladung. Also schon ein guter Orgasmus. Mhm. Aber diese ganze schöne Steigerungswelle, die es da gibt, wie sich das langsam aufbaut, das Gefühl, das fehlt mir komplett. Es hört sich so an, als hättest du, wenn du mit dem Satisfier Sex hast, so wie wenn Männer sich schnell einen runterholen. Das geht ja auch so. Mhm. So in, also einfach so Mittel zum Zweck, vielleicht irgendwie Stress abzubauen oder so. Einfach schnell eine runterhobeln, schuppdiwupps. Mhm. Und so hört sich das gerade bei dir an. Ja, so ist das auch tatsächlich. Wenn du das so sagst, macht das Sinn. Mhm. Ja. Ja, okay, gut, in dem Punkt, ich würde es auch lieber genießen wollen. Es ist ja auch wirklich, man will das ja irgendwie zelebrieren, ja. Also das, also zumindest ich, aber ich mache mir auch eine Kerze dabei an. Also. Aber. Sehr niedlich. Ich ziehe mir aber keine Dessous dafür an. Soweit geht die Selbstliebe nicht. Ich auch nicht. Das geht in Jogginghosen und allen möglichen Kram. Hast du Klamotten dabei an? Ich überlege, ob ich heute was anhatte. Ach so, noch mein Schlafshirt hatte ich noch an, so. Mit Zugriff. Ich habe herausgefunden, dass wenn ich mich komplett nackig mache, dass ich dann mehr in Stimmung komme. Ich glaube sowieso, die Stimmung ist am wichtigsten für eine gute Selbstbefriedigung. Deswegen ja auch die Kerze. Deswegen, du hast mich unterbrochen. Ich wollte dir eine Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, wenn du mit dem Satisfier ins Bett gehst, kommt es auch ein bisschen darauf an, ob du dir ein Filmchen anmachst. Und da wollte ich einfach mal nachhorchen, welchen Disney-Film du da immer schaust. Und ich hatte gehofft, dass du es überhört hast. Nein, natürlich nicht. Ey, ich habe schon in der Minute gedacht, das wird doch bestimmt mehr wieder aufs Butterbrot geschmiert. Ich möchte es gerne wissen. Ich schaue solche Filmchen auch total gerne und ich brauche die auch total für die Selbstbefriedigung. Ja. Es sind natürlich Pornos, die ich mir anschaue. Ach, Pornos? Ja. Okay, was ist deine Webseite? Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich es nicht weiß. Ich google immer Pornos für Frauen. Großartig. Oh Mann, ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Story ist. Ich soll ja auch... Was ist ein Porno für Frauen? Was wäre so, da gibt es doch bestimmt auch Rubriken. Welche Rubriken sind die, die Lina anklickt? Nein, nicht so harte Sachen. Es ist schon ein bisschen Kuschelsex, den ich mir angucke. Echt? Ja, schon. Und ich mag es auch gerne, wenn die sich irgendwie vorher in irgendeinem Raum sind und sich dann da irgendwie ausziehen oder sich so oder einer an der Tür klingelt und dann da so reinkommt. Also ich mag wirklich eine Storyline. Und ich bin so asselig. Ich spule vor, bis es richtig losgeht. Ist nicht dein Ernst. Natürlich. Selbstverständlich. Oh. Okay. So bis so fünf Minuten ist schon viel. 4 Minuten vorm Ende, kurz vorm alle kommen. Ja, das Ding ist ja, da ich ja so lange brauche, muss ich ja von vorne gucken, weil sonst muss ich mir 5 Pornos anschauen. Ach, und stimmt. Mir ist auch eigentlich sehr wichtig, dass ich die Darsteller attraktiv finde. Das finde ich schwer, weil ich finde, es gibt sehr wenig für meinen Geschmack gut aussehende Pornodarsteller. Das stimmt. Frauen wie Männer tatsächlich. Also vorwiegend. Genau. Männer ist schwierig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Gesichter sieht. Und ich finde, bei vielen Pornos sind die Männergesichter mit Absicht rausgeschnitten. Und ich sehe aber gerne so ein Männergesicht beim Kommen. Also ich sehe auch gerne den Rest des Kommens, aber ich möchte auch gerne das Gesicht sehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Ja, finde ich auch. Stimmt, der Fokus ist sehr auf der Frau immer. Mhm. Und sehr auch auf der direkten Penetration, auch nicht so interessant. Ich möchte lieber so lusterfüllte Gesichter sehen. Aber dann empfehle ich dir mal, google doch mal Pornos für Frauen, weil da siehst du nämlich oftmals eben auch Gesichter. Wirklich? Ja. Das mache ich. Das ist wirklich eher so für Frauen gemacht. Und auch noch ein brandheißer Tipp, eine ganz liebe Freundin von mir hört sexuelle, erotische Geschichten. Nee, ich möchte das sehen. Ich bin da, glaube ich, eher so ein visueller Typ. Ja, ich eigentlich auch, aber was sie mir davon erzählt hat, wie sie dann Wallung ist und einmal ist sie wohl zusammen auch mit dem Sprecher gekommen, fand ich ziemlich geil. finde ich gut. Ja. Guter Tipp. So, aber jetzt haben wir uns ja schon wieder ganz schön den Mund fusselig geredet, weil eigentlich habe ich dir, glaube ich, vor 10 Minuten die Frage gestellt, wie du heute gekommen bist. Und ich bin so aufgeregt, ich will das jetzt endlich wissen.
Also, liebe Lina, ich bin heute Morgen neben meinem Freund wach geworden, was schon sehr schön ist. Ja. Bla bla bla, Frühstück, also ein Quatsch. Und er hat mir noch genau 20 Minuten Zeit, bis er zur Arbeit musste. Und diese Zeit habe ich wohl wissentlich meines Planes genutzt, um es ihm so richtig schön zu besorgen. Und ihm vor der Arbeit einen sehr, sehr, sehr schönen Orgasmus zu bescheren. Hm. Den Freund zur Arbeit verabschiedet und sehr, sehr angelgeil zu Hause geblieben, was schon gut ist, weil ich dachte, ich schau mal, wie lange ich brauche, um das mir heute ohne ein Spielzeug selbst zu machen. Voll gut. So, also ich zurück. Ich habe meinen Laptop mitgenommen ins Bett. Ja. Und habe mir ein Filmchen angeschaltet. Was war heute Thema beim Film? Ich habe zwei Sachen aufgemacht. Mhm. Ich habe einen, also direkt auf direkt eine Orgie eingeschaltet, habe ich ja wieder weggemacht. Bitte was? Ja. Wie viele Menschen waren da inkludiert? Sehr viele. Ach. Kannst du dir, ich gebe dir, schick dir mal Links zu später. Habe ich noch nie gesehen. Doch, das sind so ein bisschen härtere Orgien mit so ein bisschen, auch mit dem Spielzeug und so einem Scheiß. Jedenfalls habe ich das wieder zugemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Also ich habe auch auf Empfehlung eines Podcasts hin eine YouTube-Show gesehen. Also es ist so sehr, dass man es auf YouTube, so einfach, dass man es auf YouTube sehen kann. Mhm. Und es sind Pornostars, Frauen, die an einem Tisch sitzen, an einem Tisch wie wir. Ja. Sie haben ein Buch in der Hand, sie lesen aus ihrem Lieblingsbuch vor. Ja. Das ist die Perspektive, die man hat. Und sie bekommen es unter dem Tisch gemacht. Und du siehst quasi in ihrem Gesicht, wie sie versuchen weiterzulesen. Und dann irgendwann natürlich auch kommen und sehr stottern und lachen und rot werden in ihren Geschichten. Das fand ich ziemlich heiß. Das ist ja spannend. Fand ich total spannend. Total cool. Ja. Hysterical Readings. Wow. Sehr empfehlenswert. Ich habe gerade Bock, das mal selbst auszuprobieren. Das ist, ja, ja. Schon mal gemacht? Nein. Sollte man mal machen. Oder? Ne? Hm. Jedenfalls, das Video war 5 Minuten lang. Ja. Ich bin nach 4 Minuten Handarbeit bei mir gekommen. Großartig. Okay, da ich ja lernen muss. Mhm. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen erklären, bildlich, weil ja, ich muss es bildlich erklärt bekommen, ich habe keine Ahnung, was du mit deinen Händen genau gemacht hast. Wie hast du angefangen? Wie habe ich angefangen? Ich war schon sehr geil. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, man muss sehr geil starten, weil sonst ist es viel Arbeit. Ja. Ich möchte das ja nach wie vor nicht, oder ich kann es nicht, dass man die Klitoris direkt anfasst. Ich finde es einfach zu krass. Was passiert dann, wenn du das tun würdest? Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Das ist wirklich wie ein Schmerz eigentlich. Es ist also ein Gefühl, was vollkommen drüber ist. Also das kann geil sein, aber wenn man so startet, finde ich es viel zu intensiv. Das kann ich gar nicht nachempfinden, ne? Ich finde es so schon krass, wenn man meinen Nippel anfasst, das springe ich schon von der Seite, weil ich es einfach viel zu krass finde von der Intensität. Wenn man den Nippel jedoch in einem fortgeschrittenen Sexualakt oder Masturbationsakt anfasst, dann kommt es gut, aber das muss man alles so Schritt für Schritt zuschalten, wie bei so einer Gangschaltung. Spannend, okay. So vorsichtig aufbauen. Und wie gesagt, du kannst mit keinem Auto im 5. Gang anfahren. Klappt mit mir auch nicht. Ja, verstehe. Ja. Aber das heißt, dass du dann praktisch, also du fährst erstmal deine Klitoris nicht an. Wo fährst du dich dann an? Erstmal außen. Ja. Erstmal, wie nennen wir es denn? Ich kann jetzt die äußeren Schamlippen. Die äußeren Schamlippen. Ja. Mit dir ist es immer sehr gynäkologisch, das Vokabular. Na, wie nennt man das denn sonst? Die äußere Muschi oder was? Ja, find die Wörter alle nicht so klasse. Auf jeden Fall kannst du dann schon, wenn die, also ohne einzudringen, schon mit so einem drückenden, so draufdrücken. So geschützt dort, wo die Klitoris ist, finde ich. Ich fasse hier mal nebenher meine Brust an. Ja, ich sehe das. Also so ganz normal. Das ist so eine pulsierende Bewegung. Ja. Das ist kein Streichen, das ist kein... Nein, kein Streichen. Streichen bringt gar nichts, glaube ich. Echt? Nee, also ich weiß nicht, was ich bei mir mit Streichen bewirken soll. Okay, dann muss ich mal das Pulsierende ausprobieren. Ich streichel da immer drüber. So, das Pulsierende. Und dann irgendwann kann man dann reingreifen. Und ich mache das irgendwie... Ich bleibe neben der Klitoris. Ich finde das, wie gesagt, nicht so cool, wenn man die direkt anfasst. Weil es daneben schon stark genug ist.
Und dann kannst du eigentlich in so einer Intensität, wie wenn du einen Penis einen runterholst. Also genau die Geschwindigkeit brauche ich da unten dann auch. Also schon sehr recht schnell. Sehr recht schnell und auch in der, wie soll man das sagen, in der Griffkraft. Ja, Griffkraft. Bisschen derber. Ja, derber werdend, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das machst du dann, ist es dann immer noch diese pulsierende Bewegung? Oder das ist dann das bleibt so eine pulsierende Bewegung, die wird dann deutlich schneller und die Griffkraft nimmt zu. Das ist ja dann fast so ein bisschen wie der Satisfier auch, das ist ja, der pulsiert ja auch. Ja, letztendlich schon. Mhm. Okay. So, und dann bis zum Höhepunkt hin kann ich dann immer weiter in die Nähe von der Klitoris wandern. Und die kann ich dann zum Schluss auch direkt anfassen und... Dann ist das praktisch das zündende, genau, letzte bisschen, genau, was sich dann zum Kommen bringt. Genau. Aber okay, wie so eine klopfende Bewegung eigentlich. Ja. Und das kann auch ganz schön dolle sein. Ja. Also ich würde sogar sagen, in derselben Intensität, wie man einen Mann einen runterholt. Krass. Und hast du nebenbei noch einen Finger eingeführt oder? Nee. Nur außen? Nee, nur außen. Immer oder war das nur heute so? Nee, immer. Klitoral ist einfach der Garant und ich komme leider nicht alleine an meinen G-Punkt. Also das sind die Sachen, wo man natürlich, wenn ich mich sonst selbst befriedige, nehme ich eigentlich immer irgendein Spielzeug dazu, weil es auch schneller geht. Dachte ich, stimmt ja gar nicht. 4 Minuten ist ja heute Rekordzeit. Das ist ja Knaller. Und auch wenn man mal irgendwo hinfährt, brauchst du nichts einpacken. Ist ja easy. Ich habe mal gelesen, dass jede dritte Frau ein Sextoy nutzt, um tatsächlich zum Orgasmus zu kommen. Also wenn ich nicht ganz so schnell kommen würde wie du, würde ich das auch machen, weil das natürlich einfach auch super anstrengend ist. Ja. Auch gerade, also ich war ja heute auf so, ich habe auf einem sehr, sehr geilen Start angefangen. Das geht natürlich nicht immer in 4,5 Minuten. Ja. Sondern dauert, wenn man sich das so macht, auch deutlich länger. Und das muss man natürlich auch erstmal schaffen, mit einer Hand diese Intensität natürlich zu schaffen. Und es muss auch immer die rechte Hand sein. Also ich könnte die nicht wechseln. Ich könnte es mir mit der linken Hand könnte ich es mir nicht machen, glaube ich. Das geht nicht. Und dann irgendwann, kann ich nicht mitreden. Ja, und irgendwann, wenn dann das Gefühl überwiegt, dass die Hand wehtut, dann ist es natürlich auch schwer zu kommen und sich auf das Kommengefühl zu konzentrieren, was ja so wichtig ist. Finde ich. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Und ich könnte nicht kommen, wenn ich es mir selber mache, wenn ich gerade irgendwie einen schweren Gedanken verfolge. Und das ist lustig, weil ich wollte dich gerade fragen, an was denkst du denn? Guckst du nur diesen Porno und bist da voll in dem Porno drin oder denkst du dann irgendwann, hast du irgendeine Fantasie, die du in deinem Kopf abspielst? Nee. Werde ich öfter gefragt, habe ich aber wirklich nicht. Ich konzentriere mich einfach sehr auf das Gefühl, was jemand mir bereitet oder ich mir selbst bereite und versuche mich da so reinzufühlen. Das tue ich auch und da muss ich halt sagen, wenn ich jetzt halt mit meinem Freund Sex habe, ne, oder er mich halt untenrum anfasst, ich rede es auch wirklich jetzt auch davon, ne, auch wirklich mit der Hand, ne, also halt genau das Äquivalent zu dem, über was wir gerade reden, ne. Also dass er es dir quasi macht. Genau, mit der Hand. Genau, richtig. Mhm. Dann ist es halt mit ihm so, dass ich halt wahnsinnig angeturnt bin, ne? So einfach, weil er es ist, ne? Weil ich ihn wahnsinnig... Verstehe ich. Ja, weißt du, ich ihn wahnsinnig heiß finde, weil er ist toll, weil man küsst nebenbei. Das bringt mich so in Wallung. An diesem Punkt komme ich gar nicht, wenn ich alleine mit mir bin. Und ich bin halt leider auch kein Mensch, genau wie du so, der da jetzt so krasse Fantasien hat. Ich kenne Freundinnen, die erzählen mir dann auch von irgendwelchen, dass sie sich vorstellen, dass sie jetzt irgendwie beobachtet werden beim Sex mit einem heißen Typen oder auch so eine Orgienfantasien habe ich auch schon oft gehört. Also ich habe heute dran gedacht, wie mein Freund heute Morgen gekommen ist, wie geil das war. Das hilft auch noch. Okay. Aber zum Schluss, um über den Berg zu kommen, bin ich mit dem Kopf im Schritt. Okay, verstehe. Aber das sind gute Tipps. Also ganz ehrlich, das Posierende werde ich probieren und ich werde dir davon berichten. Sag mal, weißt du noch, wann du dich das erste Mal selbst befriedigt hast? Wann du angefangen hast, da unten so rumzuspielen? Oh, früh. Na, du hattest ja auch mit 13 mal schon das erste Mal Sex, hast aber wirklich, erzählt, wirklich, ne? Wirklich früh. Ich würde sagen 10, 11. Okay. Doch. Vielleicht so mit der ersten Periode auch, weiß ich nicht. Vorher schon? Hast du gewusst, was du da machst? Ja. Ja, schon, doch, das wusste ich. Also ich wusste theoretisch, wie Sex funktioniert und dass man das mit auf jeden Fall... Mit 10 habe ich noch an den Weihnachtsmann geglaubt.
Nee, ich war immer ein sehr interessiertes, weißt du ja, dass ich ein sehr interessiertes Mädchen bin. Ich habe ja an allen Sachen großen Interesse und ich finde alles super spannend. Und das Thema natürlich erst recht, das Thema, mit über das mit mir niemand sprechen möchte. Natürlich, größtes Interesse. Ja. Und habe mir das dann schon, ich habe mir in der Schulbibliothek ein Buch ausgeliehen über Sex. Ach was? Wirklich. War dir das nicht unangenehm? Das musste man doch früher noch zu der Bibliothekarin bringen. Und die hat das dann zumindest bei uns in so ein Buch reingeschrieben, wo dann noch das Datum vermerkt wurde und wer sich das wann wie ausleiht. Puh, das wäre schon das größte Hindernis für mich gewesen. Kinder heute können einfach googeln. Nee, ich habe das gemacht. Ja. Das hat mich interessiert. Okay. Aber da steht ja nichts über Selbstbefriedigung drin. Nee, da steht aber drin, wie das so ablaufen soll. Ne? Wo der Penis reinkommt und warum und so. Mhm. Und dann habe ich da mal angefasst. Und dann habe ich das für gut befunden. Und hast du das damals auch mit der puren Hand gemacht oder hast du Hilfsmittel genommen? Ich habe nämlich wahnsinnig oft schon gehört und ich finde, es ist so der absolute Klassiker, was alle immer erzählen und ich kann es mir praktisch nicht vorstellen, dass sich Frauen an Kissen reiben und davon kommen. Das ist so fern von meiner Realität und Vorstellungskraft, dass wenn ich mich an einem Kissen reibe... Ich habe mich nie an einem Kissen gerieben. Aber hör mal hin, ey, so viele Frauen erzählen, dass sie sich an Kissen reiben, heute noch. Nee. Ich glaube, ich war auch eher darauf, dass man sich was einführen muss. Hm. Mit Finger oder wahrscheinlich auch irgendwas anderes. Wie gesagt, den testet ihr aus und kommt ja auch schnell auf den Schalter, dass es das nicht ist, sondern vielleicht einfach ein bisschen, dass man einen Tick weiter höher suchen muss. Hm, verstehe. Und dann bleibt man immer wieder bei der Titoris hängen. Und da muss ich dir jetzt sagen, das habe ich ja ewig nicht gewusst. Nee? Nein, Heidi. Was heißt denn ewig? Wahrscheinlich nicht mal in meiner ersten männlichen Erfahrung mit so. Was? Nein. Was ist deine erste? Du hast letzte Woche erzählt, du hast mit 19 zum ersten Mal Sex gehabt. Wie du gerade vor mir sitzt, du schlägst die Hände über den Kopf zusammen und schüttelst den Kopf. Was ist denn los? Du wusstest mit 19, über 19 nicht, dass es die Klitoris gibt? Doch. Dass es sie gibt, wusstest du. Wir hatten Sexualkundeunterricht. Wir sind im selben Bundesland groß geworden. Lina. Heidi, im Sexualunterricht sagt dir keiner, das ist die Klitoris. Fass die mal an, dann kommst du. Da sagen die nur, hier, da kommt unten ein Baby raus aus der Vagina und da hast du deine Tage, steckst du dir einen Tampon rein, da kriegst du so ein Paket, wo eine Binde drin ist und ein Tampon. Das kriegst du von der Schule. Ein Kondom, das man über eine Banane ziehen muss. Vor genau. Der kompletten Klasse, ja. Richtig, das kriegst du. Aber sagt ja keiner, dass es ein schönes Gefühl ist, sich an der Klitoris anzufassen. Und ich, du kennst mich. Hast du wann rausgefunden? Wie alt warst du, als du das raus... Weil du hast die ja unten nicht mal angefasst? Nein. Oh, du wirst rot, was ist denn los? Du weißt, ich bin ein Mensch, der sehr mit... Es ändert sich ja gerade, aber ich bin oftmals mit sehr großer Scham. Ich weiß. Die Lina geht noch nicht mal mit mir in die Sauna. Und nein. Seit 5 Jahren liegt ein toller Gutschein dort. Jawohl. Ja, es ist das war für mich immer sehr unangenehm. Vielleicht auch so ein bisschen... ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, damit da unten rum zu fummeln. Hm. Und es hat auch gedauert, bis, ich glaube, Männer das bei mir gemacht haben. Ja. Da war auch so diese Penispenetration. In welchem Alter bist du drauf gekommen, dass es eine Klitoris gibt? Heidi, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ich kann dir so viel sagen, dass wenn ich mich früher selbst befriedigt habe, und das kann ich auch an einer Hand abzählen wahrscheinlich, dass ich da dann auch eher was in mich eingeführt habe. Was hast du da eingeführt? Na, da habe ich mir da mal was bestellt. Ach, du hast dir schon was bestellt. Jo. Und bist du also ganz, ganz frühe Finger, ja. Diese ganz einfachen Vibratoren, die es damals gab. Ja, so ein ganz weiches Teil. So ein weiches Teil? Ein Dildo oder ein Vibrator? Vibrator. Mhm. Aber auch nicht so ganz groß. Muss ja klein anfangen, ne? Ich habe auch mit so einem ganz kleinen Ding angefangen. Ja. Mhm. Genau, aber die Klitoris war gar nicht groß Thema bei mir. Und da bist du ja auch nicht gekommen mit dem bestellten Teil. Natürlich nicht. Und ich meine, ganz ehrlich, wer kommt denn auch schon vaginal? Also aber mit deinem mit dem ersten Freund von dir, den ich kenne. Ja. Dem von Overseas. Ja. Der hat meine Klitoris angefasst. Deine Klitoris hat er angefasst? Nein. Du hast gerade gesagt, der hat mal deine Klitoris angefasst. Ja, sicherlich, aber... Und davor auch schon mal jemand? Nein. Ach, krass.
Und es waren schon die Anfang 20s. Das ist doch eine Schande. Unter 20s. Hallo, es war nicht Anfang 20s. Das ist eine Schande, ist das. Ja, ich weiß. Du hattest aber auch einen schlechten Start in das Thema. Gut, dass wir endlich hier sitzen. Ich weiß, Heidi. Und ich bin auch so froh. Und deswegen frage ich, es brennt mir wirklich auf den Lippen, du merkst es ja. Ja, ich merke das. Und ich bin ja schon so froh, was ich jetzt hier gerade für Schritte mache. Aber ich sehe es total als einleuchtend, dass ich halt auch selbst wissen muss, was mich anmacht. Und momentan habe ich einfach so eine krasse Barriere, da bin ich ein bisschen verkopft, weil ich denke, oh, das muss doch jetzt mal klappen. Und das ist auch so ein bisschen Druck, den ich mir eigentlich gar nicht erzeugen will, weil es soll ja Spaß machen. Ey, und so ein kleiner Teenie, ich war, mach dich doch keine Platte drüber, ich muss endlich mal kommen, ne? Das ist so, da ist man so ganz natürlich dazu gekommen, ne, zu der Situation. Richtig, aber wenn du es halt irgendwie mit der 3 davor zum ersten Mal machst, dann ist das halt schon eine andere Nummer. Ja, aber das kriegen wir trotzdem noch hin. Ich hoffe doch. Na klar, du machst gute Fortschritte. Ich bin sehr, sehr stolz. Ja. Vor allen Dingen auch, dass du so offen mit mir darüber sprichst. Ja, es liegt mir auch wirklich auf der Seele. Okay, aber gut. Heidi, ich glaube, es ist Zeit. Wir haben lange genug über meine Klitoris gesprochen. Ich finde, wir sollten mal wieder geil oder eklig spielen. Bist du dabei? Mhm. Okay. Erstens. Vaginalfurz. Lustig. Geil oder eklig heißt die Kategorie. Eklig. Okay. Männerschweiß. Kommt ja darauf an, wie die Leute so riechen, ne? Bei denen geil. Doch, geil. Stimme ich dir voll zu. Mhm. Dann Sexualität in oder auf der öffentlichen Toilette. Geil. Okay. Du guckst mich komisch an, warum? Das mief doch. Sex ist Sex. Okay. Dann, jetzt geht's wieder zum Thema Beziehungen. So ein bisschen. Du kannst es nicht lassen. Mhm. Pullern vor dem Partner. Eklig. Warum? Mag ich nicht. Man kann doch einfach die Tür zumachen. Warum denn? Ein Gefühl von ich meine ganz ehrlich, der schleudert dir sein Sperma durch die komplette Vagina. Also, warum das stimmt. Kannst du denn dann nicht pullern? Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde, wenn man es vermeiden kann und man kann es einfach, sehr einfach vermeiden, dann kann man das auch tun. Und so ein bisschen. Also ich finde Pinkeln nicht erotisch und dann muss ich das nicht zwingend vom Partner machen. Ja. Nee, finde ich nicht schlimm. Ich würde auch von meinem Partner pinkeln, aber ich muss das ja nicht. Also kann ich einfach die Tür zumachen. Okay. Hast du dich schon mal vor deinem Partner selbst befriedigt? Ja? Ja. Erzähl mal mehr. Hat echt viel Überwindung gekostet. Hast du das gemacht, während ihr Sex hattet, oder hast du das so komplett losgelöst gemacht? Nee, wir haben das auch schon, ich weiß gar nicht, mit was wir angefangen haben. Also ich fand es teilweise schon problematisch, mich bei normaler Penetration mit anzufassen. Ich weiß nicht, da stimmt auch irgendwie der Winkel nicht, also dass ich meine Klitoris so mitbewege. Aber der Gedanke liegt natürlich nahe, dass man den Satisfier mal mit... ich weiß wie! Er wollte das mal sehen, wie ich mit dem Satisfier komme. Ah. Ja. Das heißt, er saß genüsslich an der Bettkante und hat dir dabei zugesehen. Ja, aber das hat richtig, richtig lange gedauert, bis ich gekommen bin. Das heißt, richtig lange ist dann bei dir 7 Minuten oder wie? Nee, länger. Okay. Und es ging auch nicht, dass er quasi im Schrittbereich sitzt und das fokussiert, was er wahrscheinlich gerne gemacht hätte. Sondern er musste schon mit seinem Kopf in der Nähe von meinem Kopf bleiben und mit mir ein bisschen rummachen, damit das überhaupt in die richtige Richtung geht. Ja, das hätte mir, würde mir wahrscheinlich auch helfen. Ja. War zum Anfang super schwer. Also wahrscheinlich doch schon sehr, sehr, sehr schambehaftet. Brauche ich auch Vertrauen. Ich meine, du weißt ja, du vertraust ihm. Aber trotzdem. Ich muss kurz lachen. Ja. Ich fand es zum Anfang sehr, sehr, sehr unangenehm. Wir hatten ja auch diesen tollen erotischen Adventskalender, wo es an dem einen Tag auch nochmal hieß, man soll sich bitte gegenübersetzen
und gegenseitig masturbieren. Und das fand ich krass. Also wirklich, jeder sitzt an einem Ende des Betts und macht sich selbst. Das wäre die größte Challenge meines Lebens, meines sexuellen Lebens für mich. War auch eine große Challenge für mich. Zumal, wenn ich es mir selber mache, ich auch die Augen, oder allgemein, wenn ich in Richtung kommen gehen möchte, ich die Augen auch zumachen muss. Ich auch. Also ich muss mich auch darauf konzentrieren. Das heißt, dann ist es auch relativ egal, was mein Partner in der Situation macht. Ja, gib mir, weil auch so. Ich muss mich auf mich konzentrieren. Ja. Also ist natürlich sehr spannend. Ich finde, also das kann man mal machen. Natürlich ist es auch schöner, wenn man sich einfach gegenseitig anfasst. Mm. Schöner ist es, wenn man sich das nacheinander selber macht. Mhm. Weil dann kann sich jeder mehr drauf konzentrieren. Und ich kann dir auch sagen, wenn man das ein paar Mal öfter macht, haben wir auch gemacht, oder auch den, wie gesagt, den Satisfier so mit ins Spiel bringen und jeder macht sich mal so selbst, dass es auch natürlicher wird und auch mehr Spaß macht und diese Schambehaftung einfach einmal wegkriegt davon, weil irgendwie Selbstbefriedigung hat man sich so angewöhnt, wenn man alleine ist und wie ich unter der Bettdecke liegt und. Das meinte ich ja, ne, so als Ersatzding auch. Ja. Aber ich finde das spannend. Ich finde es wahnsinnig unturned, wenn mein Freund sich selbst anfasst, wenn wir Sex haben. Wenn er zum Beispiel mich untenrum verwöhnt und dann nebenbei selbst, finde ich richtig heiß. So. Ja? Ja, finde ich voll heiß. Macht mich vorher an. Das habe ich, ist sein Part im Dry January, dass er sich nicht anfassen darf im Januar. Ach echt? Ja. Weil ich das mal lernen möchte, wie man den perfekten Handjob gibt und so. Ich möchte da mal die Vertretungslehrerin im Masturbationsunterricht werden. Und weißt dafür muss ich das mal richtig lernen jetzt. Weißt du was? Nach dem Dry January treffen wir uns wieder und du erklärst mir, wie der perfekte Handjob geht. Finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Heidi. Lina. Ich werde gleich nach Hause gehen. Ich werde mir eine Kerze anzünden. Mhm. Ich werde mir männlichen Kuschelrock auflegen. Ich schicke dir einen Link für eine schöne Orgie, wenn du magst. Oder so. Und dann werde ich mit pulsierenden Bewegungen meine Klitoris verwöhnen. Ich freue mich sehr auf deinen Bericht morgen. Mhm. War sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Finde ich auch. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Das war Feuchtfröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Folgt Lina und Heidi auf feuchtfröhlich.show. Auch auf Facebook und Instagram.